Wir haben Gleichberechtigung. Frauen können alles werden, heute außer Päpstin können sie alles werden. Das muss man halt auch wollen. Ich bin ja zutiefst überzeugt, dass das, was wir Patriarchat nennen, Männer und Frauen gleichermaßen verwundet hat. Das ist die entscheidende Frage. Schaffen wir es, diese irreführende, uns eingehämmerte, aber vollkommen nutzlose Dimension von Schuld zu verlassen? Und trotzdem sind wir in einer Situation, dass eigentlich noch nie so wenige Benachteiligungen für Frauen da waren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber, wenn man hört, wie diskutiert wird, so getan wird, als würden Frauen jede Sekunde ihres Lebens vor strukturellen Barrieren stehen, die die Gesellschaft ihnen aufnötigt. Es gibt Frauenbeauftragte, es gibt Bundesministerium für Frauen. Und warum gibt es keine Menschen, die sich darum kümmern, wo Männer benachteiligt sein könnten? Haben denn die Väter eine spezifische Aufgabe? Oder sind die einfach nur Mutterersatz? Frauen scannen alles, den ganzen Alltag, und Männer werden so einbezogen. Und Frauen geben dazu die Erlaubnis. Komischerweise werden immer nur die positiven Beispiele gegendert. Ja, da geht es immer darum, oh, wir müssen unbedingt auch die weibliche Form mit reinbringen. Verbrecher, da kümmert sich keiner darum, dass das nur männlich ist.